Leiden Sie unter häufiger und starker Migräne und nehmen Sie sogenannte Triptane vielleicht ein? Ihr Arzt hat Sie bestimmt gut und ausführlich über die sehr wichtigen Medikamente bei Migräne aufgeklärt. Manchmal hat man danach aber noch Fragen, wenn man wieder zu Hause ist und es gibt Unklarheiten, wie zum Beispiel, welches Triptan soll ich überhaupt nehmen oder ist es das Richtige? Was bewirken diese Triptane? Was sind Nebenwirkungen von Triptanen? Wann sollte ich diese vielleicht nicht einnehmen? Und genau auf diese Fragen bzw. Ihre Unklarheiten werde ich in diesem Video eingehen. Also bleiben Sie dran und schauen sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und arbeite und forsche schwerpunktmäßig über das wichtigste bzw. häufigste Symptom, warum man zum Arzt geht, nämlich Schmerzen. Und natürlich spielen Kopfschmerzen bzw. speziell Migräne auch eine sehr wichtige Rolle. Und in diesem Video jetzt einmal werde ich auf die Triptane eingehen. Triptane sind sehr wichtige oder die wichtigsten und wirksamsten Medikamente bei Migräne. Triptane können eigentlich in jedem Stadium des Migräneanfalls verwendet werden. Generell gilt, je früher, desto besser. Ganz wichtig aber ist, Triptane sollten nicht während der Aura verwendet werden. Patienten, die Migräne bzw. eine Aura haben, wissen, was ich damit meine. Denn Triptane verhindern dann nicht mehr, dass die Kopfschmerzen auftreten, beziehungsweise wenn man Triptane während der Auraphase einnimmt, kann es sogar dazu führen, dass die Kopfschmerzen sich noch mehr verstärken. Darauf sollte man also achten. Generell weiß man auch, dass circa, das zeigen Studien, 10-20% der Patienten oder Betroffenen sogenannte Non-Responder sind. Das heißt, die Triptane wirken bei diesen Patienten nicht. Es gibt generell 7 verschiedene Sorten von Triptanen. Die kann man in verschiedener Art und Weise einnehmen. Erstens als Tablette, zweitens Schmelztablette, drittens Suppositorien, viertens als Nasenspray und fünftens Injektion. Zum Beispiel Nasenspray, auch dann wichtig, wenn man ja eine Übelkeit hat, das Medikament zum Beispiel nicht im Körper verbleibt und dann auch nicht wirken kann. Bevor ich jetzt auf die 7 Triptane und die Wirkstoffe genauer eingehe, was auch die Besonderheiten von denen sind, interessiert Sie ganz bestimmt auch, wieso wirken Triptane überhaupt? Was machen die bei mir? Wieso helfen die bei Migräne? Und deswegen werde ich jetzt einmal oder zeige ich hier ein Schaubild, das den Zusammenhang einmal darstellt. In den 60er Jahren wurde beobachtet, dass die Gabe von Serotonin den Migräneschmerz lindert. Serotonin ist ein Neurotransmitter und daraufhin wurden auch als Weiterentwicklung der bereits vorhandenen sogenannten Ergotamine, also Ergotamine sind auch Medikamente, die man auch gegen Migräne nehmen kann, die Triptane entwickelt. Was machen nun Triptane? Triptane stimulieren, also verstärken, bestimmte Rezeptoren, die eine Blockade bewirken. Und zwar konkret eine Blockade erstens der Gefäßerweiterung. Und Gefäßerweiterung ist ein wichtiger Faktor, beziehungsweise steht eng im Zusammenhang mit der Migräne. Und zweitens eine Blockade der neurogenen Entzündung, ein weiterer wichtiger Faktor bei der Migräneentstehung. Als Folge dieser 2 Blockaden kommt es zu weniger Schmerzen. Genau also das Ziel, was Triptane bewirken sollen. Wichtig noch in diesem Zusammenhang, bei 15-40% der Patienten weiß man, kommt es nach oraler Gabe, also wenn man es per Tablette nimmt, zu einem Wiederauftreten der Kopfschmerzen, wobei dann eine zweite Gabe der Substanz wieder wirksam ist. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Aber besprechen Sie das auch unbedingt mit Ihrem Arzt. Auf die Gefahren der Übereinnahme werde ich auch gleich nochmal eingehen. Im Prinzip wirken die Triptane also oder alle sehr ähnlich, haben aber gewisse Unterschiede hinsichtlich Geschwindigkeit des Wirkeintritts, der Wirkdauer, der Applikationsform und natürlich auch der Verträglichkeit. Schauen wir uns dazu einmal die folgende Übersicht an. Hier sieht man einmal die 7 verschiedenen Präparate, die es gibt und die dazugehörige Wirkdauer sowie Besonderheiten. Sie sehen zum Beispiel, dass das Eletriptan den schnellsten Wirkbeginn hat. Achtung, nach ca. 45 Minuten, nicht vorher, und das ist das schnellste. Sumatriptan ist das älteste bzw. am längsten vorhandene Triptan. Bei Rizatriptan kommt es relativ oft zu einem sogenannten Recurrence. Das ist, was ich eben meinte, wenn der Schmerz nach einem Triptan nochmal kommt und man eine zweite Tablette nehmen muss. Es gilt die Faustregel, dass die Dosis einmal pro Tag wiederholt werden kann.
Wenn Sie an einem Tag mehr als zweimal zu dem Medikament greifen müssen, sollten Sie mit Ihrem Arzt oder ja, mit Ihrem Arzt über ein neues Therapiekonzept sprechen bzw. das mit ihm erarbeiten, das zu einer besseren Wirksamkeit führt. Mehr ist dann nicht sinnvoll, also mehr Tabletten öfter zu nehmen, sondern besprechen Sie ein neues Therapiekonzept. Es empfiehlt sich dann zum Beispiel die Wahl eines langwirkenden Triptans, wie zum Beispiel Almotriptan, Naratriptan oder Frobatriptan. Auch die Kombination mit einem langwirksamen sogenannten COX-2-Hemmer, das ist jetzt Acoxia 120 Milligramm zum Beispiel, oder einem NSRR, zum Beispiel Naproxen 500 Milligramm. Das kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von den Wiederkehrkopfschmerzen reduzieren. Ganz wichtig, alle Triptane können bei einer zu häufigen Einnahme zu einer Erhöhung der Attackenfrequenz führen, also dass ein sogenannter medikamenteninduzierter Kopfschmerz auftritt. Das ist ganz wichtig. Daher gilt, dass man nicht öfter als 10-mal pro Monat ein Triptan verwenden sollte, ab dem 10., grob als Faustregel, ab dem 10. Tag. Dann hat sozusagen das Medikament eher eine negative Auswirkung und bewirkt Kopfschmerzen. Ganz wichtig sind also die Nebenwirkungen, die bei Triptane entstehen können. Dazu zählt Müdigkeit, Schwindel, leichte Übelkeit, Erbrechen eher selten, dann aber auch Missempfindungen, Wärme, Hitzegefühl, ein Kribbeln, dann fünftens ein Blutdruckanstieg, sechstens auch ein Engegefühl in der Brust, das ist aber sehr selten, und siebtens, das ist ganz wichtig, der medikamenteninduzierte Kopfschmerz, also wenn man zu oft die Medikamente einnimmt. Ganz wichtig sind auch die sogenannten Kontraindikationen, also Gründe, warum man Triptane nicht nehmen sollte. Und dazu habe ich hier einmal auch eine Übersicht. Das ist ganz wichtig, müssen Sie natürlich mit Ihrem Arzt immer besprechen. Deswegen auch, oder das ist ein wichtiger Grund, warum man nicht einfach so Triptane ohne vorherige Rücksprache mit dem behandelnden Arzt nehmen sollte. Erstens nämlich bei kardiovaskulären Erkrankungen, wie zum Beispiel, wenn man eine koronare Herzkrankheit hat, nach einem Hirninfarkt. PAVK, also Verschluss der Beinarterien. Warum? Weil die Triptane ja, wie vorhin gezeigt, die Gefäße verengen und daher es zu einer großen Gefahr kommen kann, wenn bereits Gefäße, die zum Beispiel aufgrund der Arterienverkalkung verengt sind, noch enger werden. Zweitens bei Bluthochdruck. Auch das eine wichtige Kontraindikation, also ein Grund, warum man Triptane nicht oder eingeschränkt nehmen sollte. Ich hatte ja eben gesagt, dass eine wichtige Nebenwirkung eine Blutdruckerhöhung sein kann. Wenn der Blutdruck also schon immer sehr hoch ist, und dann kann dieser durch die Triptane noch höher werden. Grund dafür ist auch wieder, dass die Gefäße sich ja verengen. Das muss man sich vorstellen wie einen Wasserschlauch. Durch den Schlauch fließt der Wasser und wenn der Schlauch zusammengedrückt wird, dann erhöht sich natürlich der Druck in dem Schlauch, da es noch enger geworden ist und damit das Risiko, dass der Schlauch platzt. Drittens schwere Leber- und Nierenprobleme, viertens Schwangerschaft, wobei es meines Wissens, und ich habe auch nochmal recherchiert und auch in Studien nachgeguckt, keine Hinweise auf einen gestörten Verlauf der Schwangerschaft oder auf embryonale Missbildung gibt. Besprechen Sie das aber unbedingt mit Ihrem Frauenarzt. Prinzipiell natürlich so wenig Medikamente wie möglich während der Schwangerschaft. Und fünftens, laut Herstellerangaben sollten Triptane nur bis zu einem Alter von 65 Jahren eingenommen werden. Abschließend möchte ich aber noch einmal betonen, gerade die Wichtigkeit der Migräneprophylaxe. Stichworte wie Kopfschmerzkalender, Beta-Blocker. Das ist aber sehr wichtig, gemeinsam mit Ihrem Arzt auszuarbeiten und zu besprechen. Das ist auch individuell verschieden. In diesem Beitrag sollte es einmal um die sehr wichtigen Medikamente bei Migräne, Triptane, gehen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat und auch gewisse Unklarheiten vielleicht beleuchten konnte, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um das Thema Schmerz und für Kommentare und Meinungen hierzu sehr gerne direkt unter das Video und ich beantworte Ihnen diese. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.